Aldemar HD. Toll. Hey Leute, die Kirche läutet. Cool, oder? Wir versuchen jetzt mal zur Theresa zu kommen. Mit Überredungskunst. Ich möchte mit Johanka sprechen. Nun gut. Ich könnte Ihnen Geld geben, aber... Ich weiß. Das war nur zur Kontrolle. Gut reagiert. Ich bin im Gefolge des Bischofs und auf seinen Befehl hier. Ich muss mit Johanka reden. Dann weißt du bestimmt, dass jeder seine Zugehörigkeit zum Bischof mit einem Dokument beweisen muss. Gut, gut. Deine Gewissenhaftigkeit ist löblich. Ich habe das Dokument gerade nicht bei mir. Es wird sicher im Kloster verwahrt. Bedauere, Herr. Dann musst du es leider holen. Ich kann dich nicht passieren lassen. Der Monsignore wäre sonst sehr erzürnt. Natürlich. Kannst du denn überhaupt lesen? Ein wenig, Herr, ja. Deswegen dieser Posten. Das ist gut. Dann bist du hier der richtige Mann. Also dann, ich werde das Dokument holen. Mach's gut. Mist, ist noch die Einzigen, oder? Haben wir hier irgendwo was? Und was, wenn sie nachts pennen? Einfach einschlafen irgendwann? Naja. Dann versuchen wir es mal. Grüner Kohl. C, was war denn C nochmal? Warum ist C denn jetzt hier? Ja. Brrr. Oh, das haben wir schon. Katra. Ich komme wegen Johanka. Du bist doch ihr Stecher, oder? Was? Was willst du denn? Nein. Wir sind nur befreundet. Matthias ist ihr Stecher. Ach, Gott weiß, wie viele sie hat. Wie ich hörte, hat Bischof Jaroslav bei euch zu Hause gespeist. Ja, na und? Wenn ein ehrbarer Mensch wie Bischof Jaroslav in Sasau weilt, ziemt es sich für gute Bürger, sich gastfreundlich zu zeigen. Was habt ihr denn gegen Johanka? Gar nichts. Die Frage lautet, was sie gegen uns hat. Und, weißt du's? Nein. Sie taucht hier auf und will uns vorschreiben, wie wir leben sollen, weil die heilige Jungfrau ihr nachts etwas zugeflüstert hat. Gewiss doch. Einem einfachen Dorfweib. Ich frage mich, wer sie tatsächlich um den Verstand bringt. Mit ihrem Unfug sorgt sie hier nur für Unruhe. Und zwar vor allem in den Köpfen unserer Männer. Sasau ist ein anständiger Ort und soll es auch bleiben. Wir wollen hier keinen Ärger. All das Gerede über die Hölle und das Weltenende. Gott hab Gnade. Niemand interessiert sich für ihre Botschaft. Es geht nur um das Spektakulum. Sie hätte sich das zweimal überlegen sollen. Bitch. Dabei wurde sie gewarnt. Was meinst du damit? Das, was ich gesagt habe. Sag mir alles, was du weißt. Ich vertrete die Interessen des königlichen Hauptmanns, also rede. Nun gut, ein paar unserer Leute suchten sie auf und machten ihr deutlich, dass sie aufhören soll. Niemand braucht ihre Predigten. Hat sie aufgehört? Nein, der Teufel will, dass sie Unheil über uns bringt. Du hast die Störenfriede geschickt. Ich wollte nur die Bewohner Sasaus vor ihrer giftigen Zunge beschützen. Und ich will es nach wie vor. Der Monsignore wies mich an, beim Prozess auszusagen. Und das werde ich tun. Und ich ebenfalls. Leb wohl. Geh. Möge Gott mit dir sein. Was für eine blöde Kuh. Beste Grüße. Gott schütze dich. Kann ich sie umbringen? Vielleicht haben wir irgendwas, was wir gegen sie... Vielleicht haben wir irgendwelche Beweise gegen sie. So wie... Ich meine, jetzt wissen wir, dass sie die Störenfriede geschickt hat.
So, jetzt hast du keine Kleider mehr, du blöde Kuh. Schmeißt die alle in den Bach. Mir egal. Komm, Pebbles. Ja. So, du blöde Kuh. Mein Büßergewand. Nein, das ist auffällig. Oh, tut mir leid, hast du deine ganzen Kleider nicht mehr? Oh, dein Nachthemd ist auch weg, das tut mir leid. Oh, eine rot-weiße Google, cool. Oh, blub, 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 blub. Hey, blöde Kuh. Wir können wissen, wie lange die Klamotten da liegen bleiben. Ja. Joptala. So, dann gucken wir mal, ob wir beim guten Herrn Inquisitor Arschgeige, den wir vielleicht noch meucheln könnten. Das wäre auch eine tolle Idee. Eigentlich wäre das eine super Idee. Aber dann wird es recht, da kommt erst recht die Inquisition. Und dann brennt Joanka auf jeden Fall. Ja. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Alchemisten. Bill. Johankas Prozess in Zeugen zugelassen. Wärst du bereit, dich als Gelehrter mit einer überzeugenden Rede für sie stark zu machen? Aber selbstverständlich. Das bin ich Johanka schuldig. Ein solcher Zuspruch könnte viel Gewicht haben. Versuche, mehr Leute dazu zu bewegen. Lebe wohl. Okay. Okay, jetzt müssen wir das Schriftstück finden. Speichern. Trink fest und arbeitsscheu. Verdammt, ein Dieb! Er stiehlt hier! Ich hab gar nichts gemacht. Wachen! Kommt her, rasch! Da drüben ist ein Dieb! Wache! Ah. Hilfe! Verhaftet den Dieb! Und das war die Geschichte vom Inquisitor. Wir warten einfach mal. Ich kann auch fragen, aber... Zur Teufelsstunde stehen wir auf. Wir warten ja hier nur. Sattheit 61, meine Güte. Aber der Heinrich. Was ist der für ein Bärenmagen in letzter Zeit? Da passt aber viel rein. Schon lang... Oh, ups. Er hat ja schon hier... Meine Güte. Lange nichts mehr essen müssen, aber jetzt gleich. Oh, mein Magen. Machen wir 0 Uhr. Sehr schön. Die stehen ja immer an so Pulten und schreiben. Ich meine, wie kann man denn den ganzen Tag an so einem Pult stehen und schreiben? Ich meine, das muss ja... Da muss man ja auch einen Krampf im Nacken bekommen.
brauchst du nicht mehr, du Lappen. Meine Güte, hat der viele Bücher. Das Papst Larisma. Was würden wir denn immer alles lesen würden? Mönchskutte. Hätte ich wahrscheinlich auch anziehen können. Pilgerschuhe. Warum hatte ich keine Pilgerschuhe? Da liegt er ja noch. Der Opa hat mich noch nicht mal gehört. Ein Klacks. So, alles klar. Dann besuchen wir jetzt Theresa nachts am besten. Müssen eine Fackel anzünden, sonst haben wir ein Problem. Hoffentlich durchsuchen die mich nicht nach Diebesgut. Nee, halt, warte, die war doch hier. Ja. Theresa, ich eile zu dir. Ich bin der Blitz auf Pebbles. Ich bin so schnell. Man nimmt nur noch ein Schemen von mir wahr. Blitzdümmer. Der schnellste Reiter im ganzen Südviertel. Also ist dieser Sound, den sie machen bei Star Wars. Den Speedern im Wald. Mann ey, ist aber auch riesig, Sasau. So. Jetzt haben wir noch einen, glaube ich, ne? Hier ist das Dokument. Lass mal sehen. In Ordnung. Hab Dank, Herr. Lebe wohl. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Johanka, alles in Ordnung? Ja, Heinrich. Mir geht's gut. Freut mich, dich zu sehen. Ich sprach mit dem Inquisitor. Dir wird der Prozess gemacht. Ich weiß. Es liegt nun in Gottes Hand. Tut es nicht. Ich meine, doch, natürlich. Aber ich darf dich beim Prozess verteidigen. Du willst mich verteidigen? Hab Dank, Heinrich. Das ist sehr nett von dir. Aber das musst du nicht. Die Jungfrau wird nicht zulassen, dass mir etwas geschieht. Ich bin ihr Werkzeug und alles liegt in ihrer Macht. Was auch geschehen mag. Es ist ihr heiliger Wille. Ich werde nicht tatenlos zusehen. Du brauchst jemanden, der für dich aussagt. Deswegen verteidige ich dich. Wie du meinst. Vielleicht ist das ja der Wille der heiligen Jungfrau. Ja, ja. Dann soll es so sein. Was den Prozess betrifft, lass uns fliehen. Ich bin von Uschütze... Ach so. Ich bin nach Uschütze gepilgert. Das ist schön, Heinrich. Ich hoffe, du hast Buße getan. Ich pilgerte, wie du gesagt hattest. Und in der Kirche bat ich die heilige Jungfrau um Vergebung. Ihr Segen ist dir gewiss. Du bist ein guter Mensch. Denk daran, falls du dich wieder zu einer Untat versucht fühlst. Jawohl. Ich habe auch für die Kirche gespendet. Der Gemeindepfarrer dort, Pater Godwin, fragte übrigens nach dir. Ach ja? Was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm erzählt, was geschehen ist und was du alles gesagt hast. Ehrlich gesagt hat es ihn ziemlich bewegt. Er gab mir dann sogar Schriften. Siehst du? Möglicherweise ist das ein Zeichen der Jungfrau. Oh, ich muss die Schriften mal lesen. Warte mal kurz. Sonstiges. Was war das? Was war denn das nochmal? Guck
Gott und unser Jesus Christus wenden sich von jenen Männern ab, die sich in den unwürdig beweisen, vermachten Befähigung Frauen, auf dass sie die Stärken an die Schwächen gemähen mögen. Manch ein Mann, der sich etwas hervortun mag, vermag, legt wenig später gar ruhmrediges Betragen am Tag. Er betreibt den Erfolg einzig und allein selbst zu dem... Vergiss dabei nur Gänze unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb... Dessens halben sind es vornehmlich Frauen, insbesondere Eheweiber, Jungfrauen und Witwen, die der Disziplin unterworfen ein rechtschaffenes Leben führen und auf diese Weise den Herrgott mehr ehren, als die Männer es tun. Während diese zügellos Erdinnlastern irdischen frönen. Für wahr, die Frauen sind es, die Gotteshäuser strömen, voller Inbrunst beten und gebannt Predigten lauschen, anstatt ihren Freuden. Heiliges Geist in Paris, Rom, Nürnberg und Prag. Brigitte und vielen anderen Frauen, die ich selbst gewahrte, das Wirken. Augenscheinlich wird es die Gabe nicht grundlos vermehren, Frauen zu teiligen. Heilige Geist, Mysterien, Ermessene, Jungfrau Hildegard von Bingen, der heiligen Brigitte und vielen anderen Frauen. Merken wir mal die Jungfrau Hildegard. Jungfrau Hildegard. Versenkte Karte? Sasau. Ach so! Ich will aber trotzdem mal hier lesen. Indien. Das Land der Mauren. Prokop. Papst Schisma, Blabla Lombardie. Wir sind jetzt Nummer 5 lebt. Und jetzt haben wir ein neues Ding bei Lesen. Ich wusste gar nicht, dass man so auch aufleveln kann. Die Lernstufe des Buchs, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Du erhältst einen Bonus auf Zauberkunst auf Redekunst, wenn du versuchst, den Wachen zu überzeugen. Lol. Nimm mal Bücherwurm erst. Was wollte Bischof Jaroslav von dir wissen? Alles Mögliche. Wie die Jungfrau mir erschienen ist, was sie mir gezeigt hat und warum ich überhaupt predige. Er erschien mir nicht einmal unangenehm. Dann fragte er wegen Skalitz, ob ich zur Messe gehe und viele andere Dinge. Am Ende sagte er, ich dürfe nicht mehr öffentlich über die Erscheinungen und dergleichen reden, aber ich konnte mich nicht daran halten. Die heilige Jungfrau stellt mich auf die Probe und ich muss tun, was sie mir aufträgt. Komme, was wolle. Davon war er sicherlich nicht begeistert. Nein. Er kam mit Ups. Er kam mit seinen, es war jetzt nicht so viel. Wegen dem Prozess. Ja. Der Prozess. Ich werde dafür sorgen, dass Leute für dich aussagen. Bruder Nikodemus denkt jedoch, dass du Dinge sagen wirst, die den Inquisitor erzürnen. Mach das bitte nicht. Rede respektvoll mit ihm, beantworte voller Demut seine Fragen und sag bloß nichts, was ihn verärgern könnte. Und wettere keinesfalls gegen die Kirche und die Pfarrer. Bitte. Ich werde im Sinne der heiligen Jungfrau sprechen. Nein. Johanka, bitte. Lass den Inquisitor und die Kirche einfach außen vor. Zeig Reue und gestehe dein Fehlverhalten ein. Dann hast du es hinter dir. Der Inquisitor ist bestimmt kein schlechter Mensch. Gib dich geschlagen, dann wird er dich freilassen. Du auch noch? Dasselbe hat auch schon sein Gehilfe gesagt. Ihr zwei habt euch gegen mich verschworen, nicht wahr? Ich habe nichts mit ihm zu tun. Ich wusste nicht mal, dass er hier war. Vertrau mir, ich möchte dir nur helfen. Du glaubst mir nicht mehr. Habe ich recht? Doch, Johanka, das tue ich. Aber beim Prozess musst du Vernunft und Reue zeigen. Es hängt viel davon ab. Vielleicht sogar dein Leben. Ich weiß zu schätzen, dass du dich um mich sorgst, wirklich. Aber versteh doch, ich kann das Erscheinen und die Botschaft der heiligen Jungfrau nicht verleugnen. Nicht jetzt,
nach allem, was passiert ist. Ich kann nicht. Sie wird sonst Matthias nicht heilen. Nicht nur das Wohl anderer zählt, sondern auch das deine. Oder willst du etwa als Ketzerin verurteilt werden? Damit hilfst du niemandem, dir nicht und auch nicht Matthias. Ich sagte es bereits, alles liegt in der Hand der heiligen Jungfrau. Welches Schicksal sie auch für mich vorsieht, ich nehme es an. Oh je. Sakra, das wird eine Katastrophe. Okay, dann mal los. Oh Mann, das wird was werden. Ich würde jetzt gerne laden und nochmal anders mit dem sprechen, aber ich kann doch nicht bei jedem Dialog laden. Das war das, was ich ihr halt gesagt habe. Sie soll halt... Ich meine, gut, ihre Fehler eingestehen sollte halt sie nicht machen. Sie hat ja recht. Sie soll jetzt nicht von ihrem Weg abweichen. Aber die Kirche ist für den Arsch. Ich glaube eher, dass ich wahrscheinlich auch eher gesagt hätte, nö, ich glaube daran. Und ihr könnt mich mal alle. Nun gut. Machen wir es mal so, wir können ja immer noch laden. Ich sprach mit Johanka. Und? Konntest du sie überzeugen? Leider nicht. Sie ist stur. Sie sagte, sie fühlt sich nur der Jungfrau verpflichtet. Oh je, Heinrich. Das klingt gar nicht gut. Und ihre Familie? Gibt es da niemanden, auf den sie hören würde? Nein. Niemand hat den Angriff auf Scarlet überlebt. Was? Sie hat niemanden mehr auf der Welt? Die Arme. Ich finde einfach keinen Schlaf. Schon wieder. Was ist hier denn vorgefallen? Johanka sagte, du warst in Uschitze. Ja? Aber was spielt das für ein... Kurz nachdem du fort warst, tauchte der offenbar... Ich mach mal hier nur kurz vielleicht Dialoge noch. Das war's? Habt den Inquisitor geredet, bla bla bla. Was? Eddie, was? Ich jeden. Wer ist dieser Bischof? Ich. Satna. Und dieser Bischof kam den ganzen Weg aus Sarepta. Nein, vermutlich war er nie dort. Das ist eine Stadt in Phönizien, die zu Zeiten der apostolischen Väter ein Bistum war, dann aber von den Sarazenen geplündert wurde. Das Bistum gibt es nur noch auf dem Papier. Und Jaroslav ist der Titularbischof. Das so viel heißt wie, er ist gar kein Bischof? Es ist, sagen wir, ein Ehrentitel. Für ein Bistum, das es einst gab, aber nun nicht mehr. Und da sich ein Titularbischof nicht um ein... Die Priesterweihe ist zum Beispiel sehr wichtig. Mit ihr wurde der Sendungsauftrag der Apostel bereits viele Jahrhunderte weitergegeben. Entschuldigung, ich habe jetzt doch ein bisschen was weggeklickt, was vielleicht wichtig... Glaubst du, dass Johanka wirklich die heilige Jungfrau erschienen ist? Ja. Ja, ich denke schon, Heinrich. Was sie sagte und wie sie es sagte. Sie klang überhaupt nicht wie sie selbst. Sie kann nicht lesen. Wo sonst soll sie das also herhaben? Ehrlich gesagt, will mir ansonsten keine logische Erklärung dazu einfallen. Lebe wohl. Dann müssen wir nochmal mit Johanka jetzt reden. Können wir jetzt nochmal mit Johanka reden? Weil da stand ja... Warte mal. Ich könnte mit Theresa sprechen, aber... Kann ich ja nochmal mit ihr den Dialog führen. Ich glaube, diese Folge kommt es nicht mehr zum Prozess. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich glaube schon viel zu lange. Jetzt reden wir erstmal nochmal mit Johanka. Was wollte Bischof Jarus? Alles Mögliche. Er erschien dann frei. Aber ich konnte die Heilige... Davon war er... Nein. Johanka, ich glaube nicht, dass die Sache gut für dich ausgehen wird. Und zwar Flucht. Ich locke die Wache weg und knacke das Schloss. Und dann fliehen wir.
Durch den Wald und dann weit weg, wo dich niemand kennt und du Fuß fassen kannst. Nein, Heinrich, das kann ich nicht. Die heilige Jungfrau führte mich hierher. Und hier bleibe ich. Ich laufe nicht wie ein Bandit davon. Scheiße, wir können nichts mehr machen. Oh, shit. Ich meine, ich habe ja ein Safe Game. Kurz bevor ich mit ihr spreche, glaube ich. Und dann, Ja. Meine, wir haben doch echt viele Dingens gesammelt. Meine. Und die Kleine in den Bach geworfen. Und der blöden Alten. Der falsche Weg. Oder? Ja! Ja! Wir sind richtig. Ja! Nein, sind wir nicht. Da machen wir es so. Ich weiß ja nicht, warum ich immer reite. Ich kann doch hier einfach schnell reisen. So, raus aus dem Bach. Oh, meine Güte. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. So. Dann schlafen wir jetzt mal. Und dann geht's los. Na gut, Leute, dann hören wir jetzt erstmal auf, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Dann geht's zur Gerichtsverhandlung. Ich hoffe, es geht gut aus, sonst lahm nochmal. Und ich spreche dann wenigstens mit Johanka noch einmal diesen einen Dialog anders. Ja, also wir werden es ja sehen. Ich bin gespannt. Also, bis zur nächsten Folge. Kingdom Come Deliverance, A Woman's Lot. Haut rein.